Am Wochenende kamen Pferdeliebhaber in Erfurt auf ihre Kosten, denn Appassionata machte Station in der Messehalle der Landeshauptstadt. Mit ihrer aktuellen Show Gemeinsam bis ans Ende der Welt präsentierten sie dem Publikum eine magische Begegnung zwischen Mensch und Pferd, die bereits Millionen von Zuschauern in den letzten 9 Jahren seit der ersten Show zum Staunen, Träumen und Lachen brachten. Mit atemberaubender Reitkunst und einzigartigen Lichteffekten in Kombination mit wundervoller Musik war auch das Erfurter Publikum mitgerissen. Sophie Horstmann erklärt die Faszination Appassionata. Die Faszination ist, dass man so viele Pferde in so unterschiedlicher Weise vorgestellt bekommt. Und in Verbindung mit wunderschöner Musik und schönem Licht ist das einfach eine Weise, diese Tiere zu sehen, wie man die sonst so selten sieht. Also man hat vielleicht den Turniersport mal oder Freizeitreiterei, aber nicht die Möglichkeit, eben so viele unterschiedliche Pferde aus vielen verschiedenen Ländern so vorgestellt zu bekommen wie hier in der Show. Von Natur aus sind Pferde eher schreckhaft und für solch eine Show mit Licht und Musik untrainiert nicht einsetzbar. Die Showpferde der Appassionata sind von klein auf an mit Musik und Licht aufgewachsen. Das ist ein großer, langwieriger Teil der Ausbildung eines sogenannten Showpferdes, dass man sie eben an diese besonderen Umstände gewöhnt. Die Equipen, die mit den Pferden kommen, die leben in ihrer Heimat, da wo sie herkommen, eben davon, Pferde für Shows vorzubereiten. Und klar, die lernen das von Anfang an irgendwie, ihre Tricks oder ihre Dressurausbildung und werden natürlich auch lange, lange Zeit an Licht, Musik gewöhnt, sodass man sie eben jetzt schlussendlich als sogenannte Showpferde bezeichnen kann. Vor vollbesetztem Haus präsentierten die Künstler mit insgesamt 50 Pferden eine tolle, sehenswerte Show für Pferdeliebhaber. Das nächste Mal gastiert Appassionata am 15. und 16. Februar 2013 in Erfurt. Dann ihre Show Freunde für immer.